Herzlich willkommen zu diesem kleinen Vortrag. Mein Name ist Michael Wahl. Ich bin vom Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und leite dort die Abteilung Rehabilitationstechnik und neue Medien. Ich möchte Ihnen in der kommenden Stunde einen kleinen Vortrag, eine kleine Präsentation halten und vorführen zum Thema Inklusion und Digitalisierung. Und ich habe hier den Titel für diese für diesen Vortrag gewählt: Inklusion durch Digitalisierung. Sie sehen hier auf dieser Folie die nachgestellten Satzzeichen. Die habe ich mit Absicht dahin gepackt, einfach weil dieser Titel des Vortrages und auch ich hoffe, durch den Vortrag letztendlich auch vermitteln zu können, dass man drei Lesarten anwenden kann. Nämlich einmal eine ganz normale Aussage, Inklusion durch Digitalisierung. Das ist also möglich. Man kann das Ganze aber auch genauso gut als Frage verstehen. Ist Inklusion durch Digitalisierung möglich? Und man kann das aber auch als Aufforderung verstehen. Nämlich, dass Inklusion durch Digitalisierung wirklich auch gelingen kann. Und ich möchte Ihnen eben im Folgenden dazu eben meinen Standpunkt darstellen und einfach aufzeigen, welche Möglichkeiten es theoretisch geben kann, die umgesetzt werden müssten, damit eben auch hier Inklusion durch Digitalisierung unterstützt werden kann. Der Vortrag hat eine kleine Agenda, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Wir fangen zunächst an, dass ich Ihnen kurz erzähle, was aus unserer Sicht, beziehungsweise ja, aus meiner Sicht Inklusion bedeutet. Der nächste Punkt ist, was Digitalisierung bedeutet. Und dann möchte ich das Ganze eben zusammenfügen und möchte eben den Weg zur Digitalisierung in die Arbeitswelt 4.0 ganz kurz darstellen. Ich möchte jetzt hier in diesem Vortrag spezifisch eben auch diese Perspektive über die gesamte Lebensspanne auch aufmachen und möchte allerdings wirklich mal den Bereich der Arbeitswelt auch herausgreifen, weil der so in der Diskussion um Inklusion und auch um Digitalisierung ein bisschen hin und runterfällt. Und hier möchte ich vor allen Dingen aufzeigen, welche Rahmenbedingungen letztendlich notwendig sind, damit das Ganze gelingen kann. Nach diesem kleinen Ausflug dorthin möchte ich eben dort die Perspektiven der Inklusion ganz kurz vorstellen. Das heißt also ganz kurz aufzeigen, was eigentlich notwendig ist, damit Inklusion wirklich auch in der Arbeitswelt gelingen kann. Und zum Schluss natürlich eben die Digitalisierungsnotwendigkeiten kurz vorstellen und möchte an der Stelle aber auch wirklich zeigen, welche Nachteile es eben unter Umständen auch gibt und worauf man achten muss, wenn man eben eine inklusive Arbeitswelt digital gestalten möchte. Und ich komme dann eben mit einem kleinen Fazit zum Abschluss meines Vortrages. Steigen wir mal ein, was bedeutet Inklusion? Ich habe Ihnen eine Definition dieses Begriffes mitgebracht, die Sie sich hier ganz kurz einfach mal durchlesen können. Es ist eine soziologische Definition. Sie finden in der Literatur noch viele andere Definitionen, aber hier diese Definition aus der soziologischen Perspektive fand ich jetzt für das, was ich Ihnen hier gerne vorstellen möchte, am passendsten. Zunächst ist es eben wirklich ein Konzept einer Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann. Und natürlich das Ganze eben letztendlich auch erreicht wird, indem man wirklich auch darauf schaut, dass eben unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Bildung oder eben eventuellen Behinderungen oder individuellen Merkmalen diese Akzeptanz in der Gesellschaft letztendlich auch erreicht wird. In der inklusiven Gesellschaft gibt es aus der soziologischen Perspektive keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft anzustreben und zu erfüllen hat. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir eben hier diese nicht definierte Normalität wirklich voraussetzen, müssen wir natürlich letztendlich einfach auch kreative und individuelle Lösungen eben für die individuellen Bedürfnisse der Personen finden und die letztendlich auch entsprechend so gestalten, dass eben wirklich auch jeder an der Gesellschaft teilhaben kann. Das heißt also, dieser inklusive Ansatz hier an dieser Stelle ist eben etwas, was die gesamte Gesellschaft betrifft und was eben in alle Bereiche in die Gesellschaft auch hineingeht. Diese Abbildung, wie ich sie hier mal aufgeführt habe, ist eine sehr typische Abbildung, wie sie sich in vielen Lehrbüchern zur Inklusion findet. Hier wird der Weg von der sogenannten Exklusion hin zur Inklusion mal dargestellt.
Die Lesart ist nicht wie in einem Buch von links nach rechts, sondern wir müssen hier von oben nach unten lesen. Wir fangen an quasi mit dem links oben, mit der Exklusion, also dem Ausschließen. Hier geht es speziell in diesen Kontexten immer um die Bildung, ist aber natürlich auch übertragbar auf alle anderen Bereiche des Lebens. In diesem Bereich der Exklusion werden eben die Personen, die eben eine Beeinträchtigung haben, die hier als bildungsunfähig betrachtet werden, von den Personen, die bildungsfähig sind, exkludiert und getrennt. Das heißt also, alle Personen, die bildungsfähig sind, die in Anführungsstrichen einer Normalität entsprechen, werden eben zusammengeführt und alle Personen, die eben dieser Normalität nicht entsprechen, werden eben davon abgetrennt. Und unter Umständen eben gar keiner Form, keiner Unterstützung in irgendeiner Form zugefügt. Der zweite Punkt ist die Segregation. Das ist direkt unter dem Bereich der Exklusion, also unten links. Das heißt also, hier geht es um eine konkrete Aussonderung. Das heißt, hier werden eben die Personen separiert mit besonderen Bedarfen. Je nachdem, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sie haben, werden sie letztendlich in entsprechenden Bereichen zusammengeführt und dort unter Umständen eben auch idealerweise natürlich dann auch entsprechenden Bildungsangeboten oder eben auch Arbeitsangeboten auch zugeführt. Es geht dann weiter in die Integration, dass wir eben das oben rechts jetzt in der Abbildung haben, dass wir dort eben das Eingliedern sehen. Das heißt also, hier wird das vorher Getrennte wieder zusammengefügt, aber dass die Person vor allen Dingen eben gemeinsam mit den anderen Personen behandelt werden, in Anführungsstrichen, und auch unterstützt werden, allerdings trotzdem noch getrennt, also nebeneinander das Ganze eben vonstatten geht, was sie eben an dem Kreis um diese grünen Fünfecke im rechten in der Abbildung auch sehen können. Und das ist eigentlich gar nicht auch, also das ist erst zumindest schon ein wichtiger Schritt hin zur Inklusion, dass eben auch zum Beispiel die Menschen mit Beeinträchtigungen, zum Beispiel in Kitas, in der Schule eben dann auch mit den Personen ohne Beeinträchtigung zusammengeführt werden, aber eben trotzdem noch separat letztendlich auch hier zum Beispiel eben eine Beschulung auch stattfindet. Und die Idee ist, dass eben die Inklusion unten rechts zu sehen in der Abbildung, das Einschließen von allen Personengruppen letztendlich auch beinhaltet. Und was eben hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir eben nicht eben die versuchen, die Personen in eine vorgegebene Struktur hineinzupressen, sondern die Strukturen passen sich den individuellen Bedürfnissen der Personen an. Das heißt, wir haben eben hier keine Gleichförmigkeit mehr hier und wir definieren an dieser Stelle eben auch eine, ja, neue Form von Normalität, in Anführungsstrichen, die letztendlich eben aus der Vielfalt von allen Personen letztendlich auch besteht. Und diese Symbolabbildung, die ich hier nochmal gewählt habe, zeigt das eigentlich sehr schön, dass wir eben auch Inklusion vor allen Dingen eben über die gesamte Lebensspanne betrachten müssen. Es betrifft eben nicht nur den schulischen Bereich, sondern geht eben wirklich auch bis ins hohe Lebensalter, wo ja zum Beispiel dann eben auch durch Alterserkrankungen durchaus eben auch Beeinträchtigungen auftreten können. Und auch diese Personen haben natürlich eben ein volles Anrecht darauf, eben in der Gesellschaft auch teilhaben zu können. Und das ist eben dieser inklusive Gedanke, Inklusion über die Lebensspanne für alle Menschen letztendlich eine gleichberechtigte Teilhabe zu erreichen. Kommen wir als nächstes nun zur Digitalisierung. Digitalisierung ist zunächst einfach mal, wenn man es wirklich aus einer informatischen Perspektive betrachtet, das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Ja, das ist also eine sehr einfache, sehr klare Definition an dieser Stelle. Und die Digitalisierung begegnet uns vor allen Dingen in letzter Zeit immer mehr und mehr, eben zum Beispiel bei der Digitalisierung von Büchern, eben der Nutzung von Büchern zum Beispiel auf E-Book-Readern. Und man muss eben an dieser Stelle eben nicht mehr das große, schwere Buch mit sich rumtragen, sondern kann eben eine Vielzahl von Büchern auf diesen kleinen Geräten letztendlich mit sich herumtragen. Das ist ein ganz typisches Beispiel, eben die Umwandlung der analogen Werte eben in die digitalen Werte. Und damit verbunden, also gerade eben, wenn wir uns diese E-Book-Reader als solche zum Beispiel anschauen, ist eben verbunden, dass wir von sogenannten digitalen Medien sprechen, die zunehmend genutzt werden. Es gibt auch noch den Begriff der neuen Medien. Und man stellt sich an dieser Stelle natürlich auch erstmal die Frage, was sind denn neue oder digitale Medien?
Und wenn wir das eben aus dieser Perspektive betrachten, sind das eben sehr, sehr viele Medien, die wir ganz selbstverständlich mittlerweile nutzen. Das geht also los von den E-Mails, die regelmäßig genutzt werden. Das sind die Anwendungen im World Wide Web, die wir nutzen können. Das sind aber auch speziellen Geräte, wie sie hier vor allen Dingen auf der rechten Seite aufgeführt werden: Smartphones, Computer, Tablets etc. Aber zum Beispiel eben aber auch Dienste, die wir nutzen, wie zum Beispiel eben Videokonferenzsoftware oder eben auch Online-Shops, die dann letztendlich im Rahmen der neuen Medien oder eben auch der digitalen Medien als solche verwendet werden, als Begrifflichkeit. Und diese digitalen Medien verfügen alle über besondere technische Merkmale, die von Petco auch hier nochmal benannt worden sind. Es sind alles Medien, die eine Hardware benötigen. Wir benötigen eine entsprechende Software, die auf diesen Geräten installiert ist. Wir benötigen letztendlich zum Betrieb dieser Geräte entsprechende Daten und Informationen, um sie letztendlich eben auch einsetzen zu können. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt: Diese digitalen Medien benötigen Netzwerke. Netzwerke, mit denen sie untereinander kommunizieren können, mit denen Daten und Informationen auch ausgetauscht werden können. Voraussetzung dafür, dass eben ist natürlich, dass dann eben entsprechende Software vorhanden ist. Jetzt machen wir die Kurve nochmal gerade wieder zurück. Und eben auch die entsprechende Hardware dafür geeignet ist, diese Daten und Informationen letztendlich auch verarbeiten zu können. Wir kennen die Verwendung von digitalen Medien vor allen Dingen in der Arbeitswelt, eben mit dem digitalen Arbeitsplatz, bestehend eben aus einem Computer, der dann idealerweise mit dem Internet verbunden ist. Manchmal eben auch schon die Verwendung von Tablets in einigen Kontexten, in einigen Bereichen, die aber hier eben die ganz klassische Digitalisierung letztendlich darstellen. Wir sehen diese Anwendungen aber auch zum Beispiel eben in der Produktion, beispielsweise in der Produktion von Fahrzeugen, wo eben dann durch wie diesen hier symbolhaft abgebildeten Roboterarm, der eben dann auch durch Computer gesteuert letztendlich die Produktion der entsprechenden Güter auch letztendlich bewerkstelligt, sicherstellt und eben auch hier die Digitalisierung als solche sehr, sehr großen Einzug gehalten hat, weil eben, wie gesagt, die Hardware-Voraussetzungen notwendig sind, die Software-Voraussetzungen notwendig sind, um entsprechend diese Arme auch steuern zu können, aber eben auch genauso Daten und Informationen die ganze Zeit hin und her gegeben werden müssen, damit eben auch an der richtigen Stelle beispielsweise die richtige Schweißnaht etc. auch gesetzt werden kann. Wir sehen digitale Medien natürlich auch in den Schulen. Hier haben vor allen Dingen in den letzten Jahren die digitalen Whiteboards Einzug gehalten, die wir ja letztendlich jetzt in vielen Schulen dahingehend sehen, dass sie eben die klassischen Kreidetafeln ersetzen. Hier auf diesem Bild ist sogar die Besonderheit, dass eben neben dem digitalen Whiteboard auch noch ein analoges Whiteboard vorhanden ist. Das im Übrigen aus meiner Erfahrung heraus leider durchaus eine Seltenheit darstellt. Notwendig sind natürlich eben zum Betrieb dieser digitalen Whiteboards immer auch ein Computer mit einer entsprechenden Software, damit eben dieses Whiteboard als solches auch genutzt werden kann und eben dann auch hier der Unterrichtsstoff als solcher besser oder anders vermittelt werden kann. Wir sehen in den Schulen allerdings auch mittlerweile zunehmend auch die Verwendung von Tablets, wie zum Beispiel dem iPad oder anderen Tablet-Computern, auf denen die Schülerinnen und Schüler dann letztendlich ihre entsprechenden Aufgaben auch bewältigen können. Auch hier ist spezifische Software notwendig, die den Lernanforderungen der Schülerinnen und Schüler natürlich auch angepasst sein muss. Das heißt, man hat hier einerseits natürlich die Möglichkeit, den individuellen Lernbedürfnissen entsprechende Software auch auszuwählen, aber natürlich innerhalb der Software auch die Möglichkeiten der Anpassung an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Dieses Bild, wie es jetzt hier gerade natürlich abgebildet oder wie dieses Bild hier zu sehen ist, das ist so ein bisschen so ein Idealzustand, den wir so wahrscheinlich relativ selten noch finden werden. Da einfach auch hier noch ein sehr großer Bedarf letztendlich auch in den Schulen besteht, diese Geräte auch letztendlich auch einsetzen zu können, erstmal auch anschaffen zu können, ansetzen zu können, um sie dann letztendlich jedem Schüler und jeder Schülerin auch zur Verfügung stellen zu können.
Man kann sich natürlich in diesem Zusammenhang auch immer fragen, was ist denn eigentlich neu an den neuen bzw. an den digitalen Medien? Ich habe Ihnen mal jetzt hier im Folgenden so ein paar Punkte aufgeführt, die eben neu sind an digitalen Medien, die besonders sind. Das eine ist, die digitalen Medien und die neuen Medien sind letztendlich einfach überall verfügbar. Wir können dadurch, dass wir zum Beispiel eben eine sehr gute Ausstattung mittlerweile an Smartphones haben, fast an jeder Stelle der Welt Informationen abrufen. Das nächste ist natürlich auch, Informationen sind wirklich auch auf kleinstem Raum speicherbar. Und hier gibt es immer das wunderbare Beispiel. Die letzte Ausgabe der Encyclopaedia Britannica hatte 32 Bände und hatte ein Gesamtgewicht von knapp 60 Kilogramm, wo letztendlich das geballte Wissen auch einfach mal abgedruckt war. Und man kann zum Beispiel eben heutzutage eben A auf diese Encyclopaedia Britannica als Beispiel natürlich digital auch zugreifen, aber auf der anderen Seite, wenn man eben diese ganzen Daten herunterlädt und das eben auch mehrere Gigabyte an Daten sind, passen die eben wirklich beispielsweise auf Speicherkarten, die eben nur wenige Gramm letztendlich wiegen. Das heißt, wir haben eben hier die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr viele Daten an sehr, sehr vielen Stellen sofort eben an vielen Stellen sofort zur Verfügbar zu haben und sie letztendlich auch dadurch nutzen zu können. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass die Daten immer aktualisiert werden. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, mit den aktuellen Daten, mit aktualisierten Daten zu arbeiten, darauf zurückzugreifen und letztendlich auch zum Beispiel Entscheidungen auf der Basis aktueller Daten auch treffen zu können. Das hat nicht immer Vorteile, das ist überhaupt keine Frage, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass eben in aktuellen Ereignissen sehr schnell sich ändernde Informationen auch da sind, muss man natürlich auch immer schauen, okay, wann ist denn der Informationsstand, der in den Medien oder auf diesen digitalen Medien jetzt zum Beispiel auch kundgetan wird. Wir haben des Weiteren den Vorteil oder die Möglichkeit, auf Wissensbestände aus verschiedenen Bereichen zugreifen zu können. Das heißt, wir haben über die digitalen Medien eigentlich immer eine komplette Bibliothek mit dabei, auf die wir dann letztendlich auch zugreifen können. Wir haben aber auch die Möglichkeit, die Daten miteinander auch neu zu verschlagworten und letztendlich auch miteinander zu verknüpfen und eben auch hier individuell letztendlich auch Wissen zusammenführen zu können. Diese Verschlagwortung und diese Verknüpfung ist im Übrigen auch eine Besonderheit und auch ein Vorteil digitaler Medien dahingehend, dass jeder sein eigenes Ordnungssystem letztendlich auch erstellen kann und Daten, Informationen beispielsweise auf dem Computer nach einem eigenen Ordnungssystem auch ablegen zu können. Sie können ja ganz kurz mal in sich gehen und überlegen, wie Sie oder nach welchem Schema Sie letztendlich Daten auf Ihrem Computer auch ablegen. Und wenn Sie das einfach mal überprüfen, auch gedanklich, ob das in irgendeiner Form einer Systematik entspricht, ist das für Sie vielleicht dann sehr schön. Aber diese Systematik muss aber eben mitnichten auch der Systematik beispielsweise eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, eines Kollegen, einer Kollegin entsprechen. Und hier haben wir aber trotzdem eben die Möglichkeit, eben diese individuelle Verschlagwortung, individuelle Sortierweise vorzunehmen. Aber wir können das dadurch natürlich eben aber auch durch die Verschlagwortung, die ich eben gerade schon erwähnt habe, in anderen Kontexten natürlich auch dafür sorgen, dass diese Informationen zum Beispiel eben auch von anderen Kolleginnen und Kollegen eben über die Netzwerke und die digitalen Medien auch darauf zugegriffen werden kann und genutzt werden können. Ein weiterer Vorteil, hier nur symbolhaft dargestellt, ist das kollaborative Arbeiten an beispielsweise an Dokumenten. Ich habe dieses Beispiel jetzt gewählt. Ich weiß, dass es datenschutzrechtlich immer ein bisschen schwierig ist, mit Google zu arbeiten, aber einfach nur um die Funktion, die dahinter steckt, letztendlich nochmal auch darzustellen, dass wir einfach auch hier beispielsweise in Textdokumenten gemeinsam arbeiten können, sehen, wer welche Veränderungen wann wie wo vorgenommen hat. Wir können gemeinsam an an Tabellen zum Beispiel beispielsweise auch arbeiten. Und haben eben hier sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, die vorher eben beispielsweise nicht gegeben waren, weil eben die Notwendigkeit bestand, dass man zum Beispiel in einem Raum anwesend war. Und gerade jetzt in Zeiten von sehr viel Homeoffice ist eben das kollaborative Arbeiten an Dokumenten etwas, was sehr, sehr von Vorteil ist. Und natürlich auch durch die digitalen Medien an dieser Stelle auch stark begünstigt wird. Wir haben so eine Allgegenwärtigkeit die digitaler Medien, das muss man an der Stelle auch sagen. Es besteht so ein bisschen auch so eine Gefahr,
an einer Flut von Informationen, die letztendlich auf uns einprasseln, natürlich auch zu ertrinken. Auf der anderen Seite haben wir eben jetzt die tollen Vorteile eben dieser digitalen Medien, dass wir eben zum Beispiel, wie ich vorhin schon mal sagte, eben unterwegs plötzlich auch, wenn uns irgendetwas einfällt, nach Informationen suchen können. Wir haben aber eben auch hier die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel auf dem Smartphone eben nicht nur ganz klassisch zu telefonieren oder eben Daten zu suchen. Wir können zum Beispiel aber auch Fotos damit machen. Wir können Filme uns anschauen. Das heißt, hier gibt es jetzt eigentlich auch ein Verschwimmen ganz klassischer Medien in einem Gerät. Und letztendlich machen beispielsweise eben Smartphones und Tablets bestimmte Geräte von vornherein, oder nicht von vornherein, mittlerweile eben auch überflüssig. Und wenn wir die ganzen Vorteile und die ganzen Möglichkeiten der digitalen Medien mal zusammennehmen, können wir letztendlich durch die Anwendung digitaler Medien wirklich auch innovative Assistenzsysteme, assistive Technologien, so nennt man das auch, kreieren, um letztendlich Menschen mit besonderen Bedarfen auch an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Und zwar an der kompletten Gesellschaft teilhaben zu lassen, also sei es eben wirklich von der Schule über die Arbeitswelt bis hin eben auch ins hohe Lebensalter. Wobei, und das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, die Anwendung digitaler Medien ist nicht voraussetzungsfrei. Also es sind durchaus eben auch Notwendigkeiten da, auch auf der Seite der Person da, dass eine entsprechende Kompetenz vorhanden ist, um diese Medien auch nutzen zu können. Da brauchen wir natürlich auch wieder individuelle Anpassungen der Medien und der entsprechenden Software beispielsweise an die Bedürfnisse und an die Fähigkeiten auch der Person, damit eben letztendlich die komplette Inklusion und auch in die Gesellschaft und die Teilhabe an der Gesellschaft gelingen kann. Gerade in der Arbeitswelt ist Inklusion etwas, was die ArbeitgeberInnen vor sehr große Herausforderungen stellt. Und es gibt jetzt in letzter Zeit immer den Begriff der Arbeitswelt 4.0, welche ja dort eben entsprechende Möglichkeiten auch schaffen soll. Aber was bedeutet eigentlich Arbeitswelt 4.0? Und das möchte ich Ihnen, bevor wir dann dort auch richtig einsteigen und ich Ihnen dort die Möglichkeiten der Inklusion auch aufzeige, ganz kurz nochmal hier in einem kleinen Exkurs uns anschauen. Die Arbeitswelt 1.0 ist die Zeit der beginnenden Industrialisierung, also der Industriegesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts und auch schon die Zeit, in der es die ersten Organisationen von ArbeiterInnen gegeben hat. Arbeitswelt 2.0 ist die Zeit, in der die Massenproduktion eingesetzt hat. Das sind auch die Anfänge des Wohlfahrtsstaates zum Ende des 19. Jahrhunderts, wo wir letztendlich eben auch schon entsprechende Krankenversicherungen etc. auch eingeführt haben, um letztendlich zum Beispiel eben auch der Gesundheitsvorsorge an dieser Stelle letztendlich auch Vorschub zu leisten. Die Arbeitswelt 3.0 ist die Zeit der Konsolidierung des Sozialstaates und auch des Ausbaus der Arbeitnehmerrechte auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft und auch schon die erste Phase der Anwendung von Computern. Und nun haben wir eben die Arbeitswelt 4.0 in der Zeit des digitalen Wandels, wo wir eben durch zunehmende Digitalisierung und auch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen entsprechende Veränderungen in der gesamten Arbeitswelt nochmal sehr deutlich sehen können. In dieser Abbildung ist das nochmal sehr schön dargestellt von der Arbeitswelt 1.0 oder Industrie 1.0 bis zur Industrie 4.0, wo wir letztendlich eben hier die doch sehr kurze Zeitspanne auch haben, in denen letztendlich die entsprechenden Innovationen auch immer aufgetreten sind und letztendlich auch zu einer Veränderung, vielleicht auch zu einer Verbesserung der Arbeitsphasen und der Arbeitswelt letztendlich auch geführt hat. Ganz aktuell sind wir eben in dieser Arbeitswelt oder Industrie 4.0, wo wir eben eine sehr starke Vernetzung der einzelnen Prozesse auch haben und auch sehen und letztendlich aber auch durch die Zeiten der Globalisierung natürlich eben auch hier eine sehr starke Vernetzung hergestellt wird und wir eben auch hier eine Abhängigkeit der einzelnen Arbeitsprozesse voneinander auch sehen und dadurch natürlich eben auch sich unter anderem natürlich auch wieder neue Probleme in den einzelnen Arbeitsprozessen ergeben,
Aber auf der anderen Seite natürlich eben auch hier sehr, sehr viele Chancen eröffnet werden, zum Beispiel eben auch von dem Einsatz von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt 4.0. Aber was bedeutet eigentlich diese Arbeitswelt 4.0 für den Menschen? Ich habe hier in dieser Wolke, die habe ich gefunden im Internet, die eigentlich sehr passend ist, weil wir auf der einen Seite natürlich sehen, dass sich eben sehr viele neue Jobs natürlich auch durch diese Arbeitswelt 4.0 ergeben. Wir haben die Möglichkeit auf der anderen Seite natürlich eben auch durch Assistenzsysteme bestimmte schwere Tätigkeiten eben auch zum Beispiel zu reduzieren. Jetzt zum Beispiel, ich hatte ja vorhin ja das Beispiel der Arbeitsroboter und dieser Roboterarme gezeigt, die dann letztendlich einfach zum Beispiel auch sehr schwere Lasten zum Beispiel auch einfach tragen können. Wir haben die Möglichkeit, die sich ergibt, natürlich auch eine Chance einer neuen Work-Life-Balance auch zu schaffen, dass dadurch, dass eben bestimmte Prozesse einfach vereinfacht werden können durch die Digitalisierung und durch diese Arbeitswelt 4.0 und die Menschen sich eben dann zum Beispiel eben auch mehr auf ihr Wohlbefinden konzentrieren können. Wir haben aber auf der anderen Seite, und das ist vor allem der ganze untere Teil der Wolke, der durchaus auch Nachteile formuliert, nämlich dass wir zum Beispiel eben die Situation haben, dass eben durchaus auch Stellen abgebaut werden. Das ist ja immer so eine sehr große Angst, die auch einhergeht mit der Verwendung zum Beispiel von Computern, von Robotern in bestimmten Produktionsprozessen, dass eben dann Stellen auch abgebaut werden könnten. Ich verwende hier mit Absicht auch eine Konjunktivformulierung, einfach weil die Roboter natürlich als solche die Arbeit durchaus übernehmen. Auf der anderen Seite brauchen sie aber eben auch durchaus Menschen, die sie bedienen und die sie letztendlich auch überwachen. Was natürlich passieren kann, ist auch eine gewisse Überforderung, die damit einhergeht, wenn eben zum Beispiel Technologien und Innovationen zu schnell eingeführt werden und wenn Innovationen vor allen Dingen auch eingeführt werden, ohne dass die Personen, die sie benutzen wollen, an diesem Innovationsprozess auch beteiligt werden. Dann habe ich hier noch solche Dinge sind hier noch so Dinge aufgeführt wie Entfremdung und Entgrenzung und Fremdbestimmung, die natürlich dort auch eine entsprechende Gefahr natürlich auch darstellt, wenn man eben jetzt zum Beispiel eben in einer Arbeitswelt eben dann auch noch wenig auf Kollegen und Kolleginnen trifft, sondern vielmehr eben dann nur noch mit dem Computer letztendlich auch arbeiten muss. Aber hier oben in einem kleinen, in der Wolke gibt es noch einen kleinen Punkt, der sehr wichtig ist, nämlich der Bereich der Inklusion. Und deswegen habe ich dieses Bild auch ausgewählt. Die Inklusion kann letztendlich auch durch diese digitalen Wege, die wir gerade beschreiten, durchaus unterstützt werden, da wir eben mit zum Beispiel neue Jobs schaffen können für Personen, die eben zum Beispiel besondere Bedürfnisse haben. Und da wir eben auch durch die Anwendung digitaler Medien, digitaler Technologien eben auch die besonderen Bedürfnisse, die die Personen haben, relativ gut eben auch ergänzen können. Und vor dem Hintergrund ist natürlich eben diese Arbeitswelt 4.0 etwas, was eben für die Inklusion durchaus einen sehr großen Schritt letztendlich auch bedeuten kann. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz im Folgenden mit bestimmten Perspektiven auf Inklusion einfach mal vorstellen und einfach auch aufzeigen, was eigentlich an der Stelle auch schon gemacht wird. Dieses Bild stellt eigentlich so momentan gerade die inklusive Schule dar. Ja, also wir haben hier die Situation, dass wir Schülerinnen und Schüler im inklusiven Unterricht mit besonderen Bedürfnissen, mit individuellen Förderbedarfen unter Umständen auch eben in einer Klasse zusammen haben und dass diese Schülerinnen und Schüler eben auch gemeinsam am Unterricht auch teilhaben, den Unterricht letztendlich auch mitgestalten können, im Unterricht auch lernen können. Und dieses Bild ist so das, was eigentlich vor dem Hintergrund der Verwendung des Begriffes Inklusion eigentlich gerne auch gesehen wird, dass wir eben hier diese Vielfalt, die wir letztendlich in unserer Gesellschaft auch haben, auch letztendlich in den Schulen auch haben und eben die Inklusion im Klassenzimmer dort eben auch vonstatten geht. Das ist in einigen Schulen, jetzt auch hier wieder meine ganz persönliche Erfahrung, sehr gut schon umgesetzt, weil einfach auch die Voraussetzungen in den Schulen durchaus auch erfüllt werden im Abbau von bestimmten Barrieren, im Sinne von beispielsweise eben baulichen Barrieren, dass eben Zugänglichkeit eben für Personen mit motorischen Beeinträchtigungen durchaus gegeben sind. Auf der anderen Seite natürlich aber eben auch die Verwendung digitaler Medien mittlerweile eben zunehmend in den Schulen eben auch gut funktioniert und eben hier die Schülerinnen und Schüler anhand entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Bedarfe letztendlich auch mit unterrichtet werden können.
Im Arbeitsleben ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Wir haben hier natürlich eben ein sehr, sehr schönes Beispiel mit der Einrichtung eines Arbeitsplatzes für eine Person, die eben mit einer motorischen Beeinträchtigung hat. Hier müssen natürlich auch entsprechende bauliche Barrieren zunächst auch abgebaut werden. Das ist an der Stelle vollkommen klar. Ne? Das ist eben, dass ich die Anwendung von Inklusion eben im Arbeitsleben ist eben auch nicht voraussetzungsfrei, sondern es muss eben dann hier der Zugang zum Beispiel eben zu den Büroräumen letztendlich auch gewährleistet werden, der barrierefrei sein sollte. Wenn er barrierearm ist, wäre es schon mal an der Stelle ziemlich gut. Es müssen aber jetzt zum Beispiel auch hier Bewegungsflächen geschaffen werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich eben auch Arbeitsplätze für, beispielsweise eben für Personen mit motorischen Beeinträchtigungen einrichten möchte, brauche ich eben auch entsprechend größere Räume, damit eben auch hier die Personen eben mit zum Beispiel mit dem Rollstuhl auch die Arbeitsplätze an der Stelle auch richtig nutzen können. Hier ein zweites Beispiel mit der Einrichtung eines entsprechenden Arbeitsplatzes. Dass wir zum Beispiel hier für Personen mit Sehbeeinträchtigung eben durchaus auch Möglichkeiten schaffen können, im normalen Arbeitsleben auch tätig zu werden, indem zum Beispiel eben mit Vergrößerungssystemen gearbeitet wird, mit entsprechenden Bildschirmen gearbeitet wird, dass eben die Personen die Inhalte von Dokumenten zum Beispiel eben auch gut erfassen können. Natürlich ist es auch hier ein leichtes, über digitale Medien letztendlich auch zum Beispiel Braillezeilen zur Verfügung zu stellen, die dann mit einer entsprechenden Software versehen, dann auch die Inhalte von Dokumenten natürlich auch wiedergeben können. Sie merken an der Stelle aber schon einen Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Inklusion funktioniert nur, wenn ich die entsprechenden Voraussetzungen schaffe und sehr, sehr häufig sind für die entsprechenden Voraussetzungen auch finanzielle Mittel vonnöten, damit eben dann dort auch die entsprechenden Technologien angeschafft werden können und auch richtig angewendet werden können. Auch ist eine Umstellung letztendlich der Kolleginnen und Kollegen notwendig. Wenn es um die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen geht, weil natürlich eben zum Beispiel auch Informationen auf ganz anderen Wegen unter Umständen auch übermittelt werden müssen. Diese beiden Beispiele, also jetzt hier die Person mit Sehbeeinträchtigung und auch die Person mit der motorischen Beeinträchtigung, sollen auch nur exemplarisch letztendlich an dieser Stelle für die Herausforderungen stehen, die wir im Bereich der Inklusion in der Arbeitswelt natürlich auch zu erfüllen haben. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich auch noch eine ganz andere Situation, dass sehr häufig Menschen mit Beeinträchtigungen der Weg in die Arbeitswelt auch dahingehend verwehrt ist, dass einfach keine Arbeitsplätze letztendlich zur Verfügung stehen und auf der anderen Seite natürlich auch sehr häufig die Fähigkeiten der Personen mit Beeinträchtigungen eben durchaus auch unterschätzt werden. Und ich habe mal hier ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, was letztendlich einen Weg aufzeigt, wie letztendlich eben auch die Inklusion in der Arbeitswelt gelingen kann. Ich fange mal einfach unten mit den ArbeitgeberInnen an dieser Stelle, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich natürlich erstmal Gedanken machen müssen, was haben sie denn eigentlich in ihren Betrieben für Möglichkeiten, Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel auch zu beschäftigen. Das geht letztendlich damit los, dass man auf der einen Seite erstmal schafft, okay, in welchen Bereichen ist es denn zum Beispiel, sind die Voraussetzungen denn unter Umständen gegeben, Menschen mit Beeinträchtigungen auch einzusetzen. Man muss also den Betrieb letztendlich analysieren und dann entsprechende Stellen identifizieren und diese natürlich auch schaffen. Und muss natürlich eben hier die entsprechenden Voraussetzungen letztendlich erfüllen, wie zum Beispiel, was ich gerade eben sagte, eben bauliche Voraussetzungen erfüllen oder eben die technischen Voraussetzungen erfüllen, die notwendig sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eben auch die Situation, und jetzt gehe ich eben nach oben zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass Personen, die letztendlich Beeinträchtigungen haben, natürlich auch speziell gecoacht werden müssen, hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, die sie letztendlich auch für den Arbeitsmarkt mitbringen können und entsprechende Qualifikationsmöglichkeiten natürlich auch erstmal eröffnet werden müssen, dass eben diese Personen sich letztendlich auch für die Arbeitswelt letztendlich auch entsprechend qualifizieren können. Das bedeutet natürlich eben auch für diejenigen, die jetzt zum Beispiel Ausbildungen mitgestalten, dass eben auch hier durchaus eben die Notwendigkeiten geschaffen werden müssen, damit eben die Personen auch
letztendlich die Ausbildung auch absolvieren können. Das geht, wie gesagt, auch wieder mit baulichen Voraussetzungen, mit technischen Voraussetzungen, aber auch durchaus mit zeitlichen Voraussetzungen einher, weil eben die Personen unter Umständen eben auch mehr Zeit benötigen, um letztendlich auch die entsprechenden Qualifikationsziele zu erreichen. Und dann besteht eben eine Möglichkeit, wenn wir eben die qualifizierten Personen haben und eben die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dann die entsprechenden Stellen auch geschaffen haben, dass zum Beispiel eben über Praktika in den Betrieben letztendlich auch herausgefunden werden kann, ob das Ganze letztendlich auch kompatibel ist und hier vielleicht auch die entsprechenden notwendigen Anpassungen noch vorgenommen werden können an den Arbeitsplatz. Wir haben jetzt zum Beispiel, dass eben die Person dort eben auch tätig werden kann. Und daraus kann sich dann eben durchaus eben auch ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis, eine Festanstellung auch ergeben. Die Person, die Notwendigkeit, die letztendlich hier besteht, ist einfach eben auch, dass ein Zusammenfügen dieser beiden Arme letztendlich auch erstmal notwendig ist und vor allen Dingen eben auch die Bereitschaft der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eben auch da ist, Personen mit Beeinträchtigung zum Beispiel auch einzustellen. Wie sieht das nun konkret aus? Wie könnte Inklusion durch Digitalisierung gelingen? Ich habe Ihnen mal hier eine Abbildung mitgebracht, die ist allerdings aus dem Jahr 2014 und hier wird Digitalisierung vor allen Dingen mit der Nutzung und mit der Wichtigkeit des Internets und der Verbindung des Internets in Verbindung gebracht für verschiedene Geschäftsaktivitäten. Und Sie sehen hier, dass vor allen Dingen eben die Kommunikation ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, der eben durch die digitalen Medien in Gang gesetzt wird. Die Informationsbeschaffung einen sehr, sehr wichtigen Teil einnimmt, aber auch solche Dinge überhaupt wie Beschaffung einen sehr wichtigen Teil annimmt. Das heißt also, hier gibt es jetzt endlich schon Möglichkeiten, die Digitalisierung auch zu nutzen und eben letztendlich Menschen auch an dieser Stelle eben durch digitale Medien bestimmte Arbeitsprozesse letztendlich auch zu erleichtern und eben auch hier eine Vielfalt an Beschäftigungsmöglichkeiten auch zu schaffen. Ein ganz spannender Punkt an dieser Stelle ist der Punkt der Rekrutierung des von Personals, was eben über das Internet vonstatten geht, was eben hier von 64% als sehr wichtig und von 40% als eher wichtig auch angenommen wird. Hier sind wir auf einem ganz, ganz spannenden Level letztendlich auch unterwegs, auf einer ganz, ganz spannenden Ebene. Einfach weil auch die Personen, die eben letztendlich Jobs suchen, an dieser Stelle eben auch sehr häufig mittlerweile das Internet nutzen. Und für einen Arbeitgeber, für eine Arbeitgeberin besteht natürlich eben hier die Möglichkeit, auch über das Internet die Besonderheiten für den Job, der angeboten wird, letztendlich herauszustellen, die Möglichkeiten der Entwicklung in diesem Job eben auch herauszustellen, eben beispielsweise durch auch eine Vorstellung des Unternehmens und vor allen Dingen für Menschen mit Beeinträchtigung eben auch die Vorstellung dieses inklusiven Arbeitsplatzes. Die Digitalisierung bringt letztendlich neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen mit sich, weil man eben die Möglichkeiten hat, eben personenbezogene assistive Technologien letztendlich auch einzusetzen, die letztendlich bei Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit, des Sehens, des Hörens oder eben auch anderen Beeinträchtigungen eben durchaus neue Chancen bieten. Und somit kann man eben letztendlich wirklich auch hochqualifizierten Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchtigungen letztendlich eine Möglichkeit geben, auch eingestellt zu werden. Allerdings braucht man eben hier auf beiden Seiten, sowohl eben auf der Ebene der ArbeitnehmerInnen als auch auf der Ebene der ArbeitgeberInnen, eben eine fachkundige Beratung und letztendlich eben auch eine passgenaue Vermittlung dieses Personals, sodass man eben hier letztendlich auch wirklich durch diese Möglichkeiten, die Digitalisierung mit sich bringt und der Einsatz assistiver Technologien, wenn sie dann eben auch auf die besonderen Bedürfnisse der Personen angepasst sind, eben auch ein Beschäftigungsverhältnis möglich macht. Man muss sich natürlich darüber auch im Klaren sein, dass eben diese neuen Chancen aber durchaus auch Barrieren gegenüberstehen. Auf der einen Seite haben wir natürlich in vielen Bereichen eben sehr hohe Anforderungen, vor allen Dingen an Reaktionsgeschwindigkeit, die unter Umständen aber eben dann durch digitale Medien auch letztendlich auch mit kompensiert werden können. Wir sind mittlerweile eben auch in einem Bereich angekommen, wo sehr viel visualisiert wird und es ist gerade für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder für blinde Menschen eben durchaus ein Problem,
weil eben diese Visualisierungen eben dann mit entsprechenden Texten nochmal versehen werden müssen, damit das überhaupt erstmal verstanden und erfasst werden kann. Und man muss natürlich an dieser Stelle auch ganz klar haben, und das ist leider Gottes eben sehr häufig noch für viele Unternehmen durchaus eine Barriere, das kostet Geld, ne? Also man braucht durchaus eben entsprechende Finanzen für die Ausrüstung des Arbeitsplatzes und muss an dieser Stelle eben auch ganz klar sagen, das Geld muss an Stelle wirklich auch in die Hand genommen werden, damit eben die Personen dann auch hier in Lohn und Brot kommen können. Was können wir aber allerdings machen, eben wenn wir verschiedene Beeinträchtigungen haben? Als Beispiel bei Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen gibt es also wunderbar spezielle Eingabehilfen, verschiedene Schalter, verschiedene Tasten, die genutzt werden können, um letztendlich einen Computer zugänglich zu machen. Das heißt also, hier sind vor allen Dingen die Hilfsmittelhersteller letztendlich auch gefragt, die Erweiterungen der vorhandenen technologischen Möglichkeiten dort mit anbringen, dass wir eben zum Beispiel so Großfeldtastaturen genutzt werden, damit eben hier die Person mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung das zum Beispiel nutzen kann. Andererseits können natürlich eben auch Geräte zum Beispiel durch Spracherkennung gesteuert werden. Die Spracherkennungssysteme sind in den letzten Jahren immer besser geworden. Vielleicht haben Sie auch zu Hause ein Tablet oder nutzen Ihr Smartphone eben vielleicht auch mit einer Sprachsteuerung oder Sie haben ganz und gar eben auch ein System zu Hause, ein Smart Home System, worüber Sie Radio hören, worüber Sie irgendwie die Jalousien steuern, das Licht steuern etc. Das sind also alles Dinge, die letztendlich auch hier Menschen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen durchaus Chancen bieten, letztendlich diese in der Arbeitswelt auch anzukommen und durch Spracherkennung eben dann auch bestimmte Aufgaben ohne weiteres auch lösen zu können. Es gibt ein kleines Aber an der Stelle, weil sehr häufig eben auch körperlich-motorische Beeinträchtigungen bei Menschen mit angeborenen körperlich-motorischen Beeinträchtigungen, vor allen Dingen eben auch mit Beeinträchtigungen des Sprechens und der Stimme einhergehen können. Da sind die Spracherkennungssysteme momentan noch nicht ganz optimal, aber es wird daran gearbeitet. Auf dieser Ebene lassen sich natürlich eben auch Exoskelette und Prothesen nutzen, die eben die Bewegungen unterstützen, die vor allen Dingen Armbewegungen unterstützen. Man muss an der Stelle aber vollkommen klar haben, das dauert alles ein bisschen länger, ne? Also, wenn ich eben einen solchen Taster, ein Exoskelett nutze oder eine Spracherkennung nutze, funktionieren die Prozesse eben unter Umständen nicht in dem gewohnten Tempo. Und dessen muss man sich als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber eben durchaus auch bewusst sein, dass eben auch hier die Person, die wird es in einer gleichen Sorgfalt auch machen, aber eben einen höheren Zeitbedarf hat, um entsprechende Aufgaben auch lösen zu können. Bei Personen mit Hörbeeinträchtigungen können natürlich Hilfen durch entsprechende Hörgeräte letztendlich auch gegeben werden, die beispielsweise eben auch mit anderen Technologien gekoppelt werden, sodass eben Telefonate etc. eben auch über diese Hörgeräte möglich sind. Für Menschen mit Taubheit sind natürlich Gebärdensprachvideos letztendlich auch eine Notwendigkeit. Und die Besonderheit besteht natürlich auch hier darin, dass man eben die Umwelt auf diese besonderen Kommunikationserfordernisse abstimmen muss. Das heißt, jede Person, die letztendlich mit einer Person mit Hörbeeinträchtigung oder mit einer tauben Person gemeinsam arbeitet, muss sich auf besondere Kommunikationserfordernisse einstellen. Das eine ist natürlich eben das deutliche Sprechen für die DolmetscherInnen. Das andere ist auch ein gemäßigtes Sprachtempo letztendlich auch anzuwenden, damit eben auch die Verdolmetschung gut funktionieren kann. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich eben auch wichtig, entsprechende Pausen auch zu machen, damit eben die Dolmetscherinnen und Dolmetscher die Möglichkeit haben, auch eben diese zeitnahe Übersetzung auch vorzunehmen. Genau das, was eben auch noch dann dort mit reinkommt als Umwelterfordernis und Kommunikationserfordernis, also mit einer entsprechenden Einstellung, ist es, wenn mehrere Personen zusammen beispielsweise in einer Konferenz sitzen, es darf nicht durcheinander gesprochen werden, sondern es muss eben auch hier eine ganz klare Kommunikationsregel geben, dass immer nur einer spricht, weil eben die Dolmetscherinnen und Dolmetscher natürlich eben auch hier besondere Bedarfe und besondere Erfordernisse haben, letztendlich auch die einzelnen Beiträge der Personen auch übersetzen zu können. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen haben wir die Möglichkeit, Screenreader zu nutzen. Hier gibt es vor allem spezielle Software, die das Vorlesen von also von den Bildschirminhalten möglich macht. Man kann sehr viel mit Audioversionen beispielsweise von Texten arbeiten, dass eben das nochmal hinterlegt wird und eben dann ein Text beispielsweise eben auch von einem anderen Sprecher vorgelesen wird.
In diesem Zusammenhang sind natürlich aber eben auch Braille- und Schriftleisten durchaus etwas Hilfreiches, damit eben diese Personen die Inhalte dann auch lesen können und die entsprechend auch übersetzt werden können. Aber sehr häufig sind eben entsprechende Softwareanpassungen notwendig, die letztendlich ist notwendig, also die dazwischen geschaltet werden müssen, damit eben auch die beispielsweise eben eine Braille-Schriftleiste oder eben ein Screenreader auch wirklich ohne Schwierigkeiten funktionieren. Weil bei Screenreadern beispielsweise, wenn wir komplexe Webseiten haben, immer das Problem natürlich auch da ist, dass beispielsweise eben Menüs mit vorgelesen werden oder eben entsprechende Buttons mit vorgelesen werden, die unter anderem eben das Verständnis des Textes durchaus erschweren können. Und da wir eben in einer zunehmenden Visualisierung letztendlich auch in den letzten Jahren unterwegs sind und was eben natürlich auch durch die neuen Medien bedingt ist, weil wir relativ viel visualisieren können, haben wir natürlich eben das Problem, dass eben diese komplexen visualisierten Inhalte natürlich auch nochmal extra versprachlicht werden müssen und eben dann auch entsprechend für die Personen dadurch erfassbar gemacht werden müssen. Und eben dadurch, dass wir eben wirklich sehr häufig sehr komplexe Visualisierungen haben, bauen wir an der Stelle natürlich wieder eine neue Barriere auf, der man sich letztendlich auch stellen muss und eben man hier an dieser Stelle auch wirklich ganz klar haben muss, okay, ich muss, wenn ich jetzt zum Beispiel eben eine Webseite habe, die bearbeitet werden soll und die eben von einer Person mit einer Sehbeeinträchtigung auch erfasst werden soll, dann eben die Komplexität der Visualisierung eben herunterfahren muss, eventuell eben vielleicht noch eine Abbildung mehr hineinfügen, die letztendlich zum Beispiel eben Schritte ganz gut abbildet und das Ganze eben nicht nur in eine Abbildung reinpassen, sondern eben in jeweils eine eigene, die dann eben nochmal entsprechend erläutert wird. Für Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben wir letztendlich solche Systeme oder Anwendungsmöglichkeiten auf der Ebene, dass wir sehr viel mit leichter Sprache arbeiten, dass wir eben komplexe Inhalte nochmal eben in besondere Formate letztendlich überführen, die von Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen auch gelesen und verstanden werden können. Wir haben allerdings aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit, jetzt, wenn wir wirklich auf einer technologischen Seite unterwegs sind, die durch eine Nutzung zum Beispiel von Datenbrillen, zum Beispiel Steuerungsinformationen für bestimmte Dinge, also für bestimmte Geräte zum Beispiel dort auch sichtbar zu machen, dass zum Beispiel eben Prozesse innerhalb dieser Datenbrille abgebildet werden und die Personen da durchschauen und dann aber zum Beispiel sehen, welche Taste, welcher Knopf an welcher Stelle in welcher Reihenfolge gedrückt werden muss, sodass eben zum Beispiel eben auch ein komplexes Gerät letztendlich an der Stelle eben auch bedient werden kann. Wir haben natürlich in diesem Zusammenhang für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eben durchaus ziemlich viele Barrieren einfach dahingehend, dass wir in der Regel mittlerweile in sehr, sehr komplexen Arbeitsprozessen unterwegs sind, die durch die Digitalisierung unter Umständen noch mal mehr komplexer geworden sind in der letzten Zeit. Und wir haben natürlich dann auch entsprechend hohe Qualifikationsanforderungen, die die Personen erfüllen müssen, um innerhalb dieser komplexen Arbeitsprozesse natürlich auch arbeiten zu können. Das heißt also eben für Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen sollte natürlich eben sehr genau geschaut werden, in welchen Kontexten und auf welchen Stellen, in welchen Situationen diese Person gut beschäftigt werden kann. Und dann können aber eben durch technologische Unterstützung eben durchaus auch Hilfen gegeben werden, damit eben diese Arbeitsprozesse auch bewältigt werden können. Bei Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist es notwendig, dass wir sehr klar strukturierte, wiederkehrende Abläufe haben, die vor allen Dingen auch verlässlich sind. Sehr häufig ist es so, dass vor allen Dingen eben ein Arbeitsdruck und ein Termindruck eben durchaus zu einer Verstärkung der Beeinträchtigung, der Symptomatik der Beeinträchtigung auch führt, sodass man eben auch hier letztendlich schauen muss, man eben diesen Personen nicht unnötigen Termindruck aussetzt. Und was eben auch häufig durchaus ein Faktor sein kann, ist die Umgebung. Das heißt, die Umgebungen können durchaus in vielen Punkten sehr ablenkend sein. Das heißt, man sollte eher hier versuchen, dass man eher eine reizarme Umgebung letztendlich auch schafft, die letztendlich die Person oder die der Person ermöglicht, auch der Arbeit nachzugehen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass das natürlich, was ich gerade gesagt habe, eben also gerade vor allem die reizarme Umgebung und der Termindruck unter Umständen durch Digitalisierung aber auch erschwert werden. Jetzt haben wir die Situation, also Sie können das selber ja auch an sich mal ein bisschen ausprobieren. Schauen Sie sich einfach mal in der Recherche einfach mal verschiedene Webseiten an, die zum Beispiel, wenn die Sie durchforsten müssen, wenn Sie bestimmte Informationen suchen.
Viele Webseiten sind durchsetzt mit Werbung, da sind irgendwelche blinkenden Elemente drauf. Es gibt natürlich sehr häufig auch bei den Betriebssystemen auch schon eingebaut die Möglichkeiten, dass man sich zum Beispiel eben immer so eine Reader-Ansicht dann letztendlich auch geben lässt, wo dann eben die Werbung dann zum Beispiel nicht sichtbar ist. Aber es ist ein zusätzlicher Button, der gedrückt werden muss. Und eben sehr häufig dann letztendlich auch das Ganze noch unkomfortabel macht, weil bestimmte Visualisierungen, die wir vielleicht irgendwie auch alle gewohnt sind, an der Stelle auch wegfallen. Das heißt, eine reizarme Umgebung natürlich für jemanden zu schaffen, der eben auch mit einem digitalen Medium, im Speziellen eben jetzt zum Beispiel mit einem Computer oder sowas arbeiten soll, kann unter Umständen relativ schwierig werden. Das nächste, was natürlich unter Umständen eben auch schwierig sein kann, ist der Termindruck, den wir eben durch diese digitalisierten und vernetzten Prozesse letztendlich auch mehr und mehr haben, weil bestimmte Arbeitsschritte beispielsweise eben in einem bestimmten zeitlichen Rahmen auch erledigt werden müssen, weil vielleicht sonst die Produktion beispielsweise zum Stoppen kommt und hier eben dann vielleicht der gesamte Produktionsprozess unterbrochen werden müsste und was eben an der Stelle durchaus ungünstig ist. Das heißt, auch hier müssen wir letztendlich wieder auch schauen, inwieweit können wir eben auch zum Beispiel Menschen mit diesen besonderen Bedürfnissen eben auch dort ein entsprechendes Arbeitsumfeld schaffen, damit eben diese Personen auch wirklich inkludiert werden können. Und damit komme ich letztendlich auch zu meinem Fazit dieses Vortrags. Ich möchte das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe Ihnen verschiedene Bereiche letztendlich vorgestellt, ganz kurz gesagt, was Inklusion bedeutet, was Digitalisierung bedeutet, was neu ist an digitalen Medien oder ist an neuen Medien. Wo letztendlich auch Perspektiven in der Anwendung in den verschiedenen Arbeitswelten letztendlich auch da sind, hatte Ihnen da ganz kurz die Arbeitswelt 4.0 vorgestellt. Und jetzt in meinem Fazit ziehe ich das Ganze letztendlich einfach nochmal zusammen, dass wir also durchaus eben die Möglichkeit haben, innerhalb der Arbeitswelt 4.0 eben Inklusion gewinnbringend und auch großflächiger umzusetzen, als es bisher der Fall ist. Weil wir einfach die Möglichkeit haben, durch assistive Technologien, die unter Umständen eben oder die eben durch digitale Medien auch gestaltet werden können, natürlich eben auch entsprechende Beeinträchtigungen auch kompensieren können, sodass eben die Arbeitsmöglichkeit an der Stelle eben auch gegeben ist. Auf der anderen Seite ist natürlich eben wichtig, dass die Umgebungsbedingungen auch darauf abgestimmt werden müssen. Und das ist eben etwas, was an dieser Stelle vollkommen klar ist und was ich hoffentlich auch in meinem Vortrag ein bisschen herausgearbeitet habe. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist es letztendlich so, dass sie eben für ihre Ausbildung und ihre Beschäftigung eben entsprechend förderliche Rahmenbedingungen benötigen, um eben die entsprechenden Potenziale und beruflichen Kompetenzen erlernen zu können. Das Problem ist, dass eben diese Bedingungen sehr häufig noch nicht gegeben sind, was auf der einen Seite natürlich so ein bisschen daran liegt, dass eben vielleicht wenig Wissen darüber vorhanden ist, wie eben die Digitalisierung gut eingesetzt werden kann für diese Menschen mit Beeinträchtigung, damit sie ihre Potenziale erschöpfen können. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine gewisse, ja, Angst, möchte ich fast sagen, da ist von Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eben Menschen mit Beeinträchtigung auch entsprechend zu beschäftigen, weil sie vielleicht auch nicht wissen, welche Potenziale in diesen Menschen letztendlich auch stecken und weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, welche Notwendigkeiten auch einfach ganz einfach vielleicht auch zu schaffen sind, um einen Menschen mit einer Beeinträchtigung auch beschäftigen zu können. Das heißt, wir brauchen hier an dieser Stelle Beratung in vielen Bereichen, eben auf der Seite der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich auch. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich an dieser Stelle auch, Inklusion benötigt Ressourcen. Und Ressourcen in jeder Art und Weise, allen voran wahrscheinlich immer auch die finanzielle Ressource, gerade wenn es eben darum geht, zum Beispiel eben Technologien anzuschaffen, Technologien zu adaptieren. Wir brauchen aber auch zeitliche Ressourcen, um eben auch diese Menschen letztendlich auch inkludieren zu können, um sie letztendlich eben auch entsprechend ihrer Möglichkeiten auch in die Arbeitsprozesse einbinden zu können. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe, der sich sowohl die ArbeitgeberInnen als auch die ArbeitnehmerInnen stellen müssen. Aber ich finde, durch Digitalisierung durchaus eben eine Möglichkeit gegeben ist, dass man eben auch hier sich diese Herausforderung durchaus stellen kann und eben durchaus Chancen letztendlich da sind, dass eben diese Personen eben durchaus
in eine gute Beschäftigung kommen können. Im Übrigen ist es so, dass diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, für die Arbeitswelten und für die Menschen mit Beeinträchtigung eben gleichermaßen auf den Schulkontext anzuwenden sind, dass eben hier genauso auch geschaut werden sollte, dass eben auch die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen eben auch genau diese optimalen Lernumgebungen auch bekommen und auch letztendlich die entsprechenden assistiven Technologien zur Verfügung gestellt bekommen. Es geht natürlich nichts über den Faktor Mensch an der Stelle, das möchte ich auch ganz klar haben. Also für mich ist es so, dass diese assistiven Technologien wirklich assistiv sind und eben auch nur unterstützend da sind. Sie sollten eben den Menschen, der letztendlich auch die Person mit Beeinträchtigung unterstützt, in keinster Weise ersetzen, möchte ich sagen. Und vor dem Hintergrund sollten wir vielleicht auch einfach anfangen, dass wir gar nicht so sehr, sehr viel darüber nachdenken, was könnten wir machen, was würden wir machen, was hätten wir machen können, was sollten wir machen, sondern man sollte es einfach tun. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Vortrag. Auf Wiedersehen.